Zunächst erstmal auch herzlich willkommen von mir zu dieser hochgradig spannenden Veranstaltung mit Geodaten hinter und demografischen Wandel aktiv zu gestalten, hier im Werkhof in der Nordstadt von Hannover. Die Veranstalter haben gemeinsam zu dieser Veranstaltung eingeladen, wir haben es gerade gehört, um ein für Deutschland und damit natürlich auch für Niedersachsen immens wichtiges Thema zu erörtern. Und dafür haben wir uns gemeinsam einen ganzen Tag Zeit genommen. Ich finde, das ist eine tolle Sache. Ich freue mich auch persönlich, hier heute zu Ihnen sprechen zu dürfen, weil dieses Thema demografischer Wandel, wie wirkt sich das aus, wie reagieren wir darauf, auch für das Innenministerium ein ganz wichtiges Thema ist, denn wir sind natürlich auch für Bereiche zuständig und von Bereichen betroffen, die mit dem demografischen Wandel zu tun haben. Ich sage nur innere Sicherheit, Brandschutz beispielsweise, Flüchtlinge, Ausländerangelegenheiten ganz allgemein, die Kommunen in Gänze und die Regelwerke, die kommunales Leben in den Rahmenbedingungen gestalten und natürlich Geodaten. Die Vermessungs- und Katasterverwaltung gehört auch in das Innenressort in Niedersachsen. Und damit wären wir dann schon wieder bei dem heutigen Thema. Der demografische Wandel ist in Niedersachsen angekommen und nicht erst seit gestern, das ist schon etwas länger so, aber er ist zunehmend in einzelnen Regionen im Lande deutlich sichtbar. Nur ein Beispiel, an dem wir das, wenn wir durch die Stadt, wenn wir durch die Straßen gehen, immer wieder auch visuell wahrnehmen können, das ist die immer größer werdende Fülle leerstehender Wohnungen und leerstehender Gebäude, gerade in ländlichen Bereichen. Wenn ich an das Dorf denke, in dem meine Eltern leben, da ziehen immer mehr ältere Leute in soziale Einrichtungen, in Altenheime und Ähnliches. Und die Kinder sind nicht da, die diese Wohnungen, diese Häuser weiterhin bewohnen. Das Ergebnis ist, sie stehen zunehmend leer. Wir haben, was die Leerstandsquote angeht, im Lande teilweise eine Quote von bis zu 10% erreicht. Was uns künftig in Sachen Bevölkerungsentwicklung noch erwarten kann, zeigen die Zahlen, die die Bevölkerungsstatistiker mit Blick auf die Jahre 2030 und 2060 hochrechnen oder prognostizieren. Danach wird die Einwohnerzahl Niedersachsens von derzeit rund 7,8 Millionen auf rund 7,4 Millionen im Jahre 2030 sinken und im Jahre 2060 wird sich die Zahl auf rund 6,2 Millionen oder rund 20% weniger als heute reduzieren. Das ist der eine Fakt. Der andere Fakt, der festzustellen ist, ist, dass die Entwicklung im Lande keinesfalls einheitlich verläuft, sondern ganz im Gegenteil regional ausgesprochen unterschiedlich. In einigen Regionen im Westen Niedersachsens, im Hamburger Umland, in einigen Großstädten nimmt die Bevölkerung tendenziell eher zu. Denken Sie an das Hamburger Umland, nehmen Sie sich die Stadt Lüneburg ganz konkret, schauen Sie den Landkreis Vechta, da haben wir ganz erhebliche Zunahmen, was die Bevölkerung angeht. Im Süden und im Osten des Landes sinkt der Anteil der Einwohner hingegen teilweise rapide um bis zu 24-25%, wobei dieser Prozentsatz als Spitzenwert für die Stadt Salzgitter steht. Bei diesen Zahlen und diesen Berechnungen muss man immer festhalten in der heutigen Zeit, dass diese jüngste Prognose des Landesamtes für Statistik, die aus Oktober diesen Jahres ist, also noch ganz druckfrisch, die aktuellen Flüchtlingsströme und ihre Folgen noch nicht berücksichtigen konnte. Und es lässt sich auch heute natürlich noch nicht im Ansatz ermessen, wie sich die politische Lage in den Kriegsgebieten, in den Krisengebieten weiterentwickeln wird und welches Ausmaß sich in den Folgen für unsere Bevölkerungszahl darstellen wird. Allerdings wird sich die regional unterschiedliche Entwicklung auch mit zunehmenden Zuwanderungszahlen fortsetzen und sozusagen die Prognosen noch verstärken. Denn nicht erst seit der Flüchtlingssituation, wie wir sie aktuell erleben, sondern auch schon in den letzten Jahren, zieht es die Menschen wieder stärker in Ballungszentren, in Großstädte oder zumindest in Räume, die wirtschaftlich stark dastehen und vor allen Dingen einen stabilen Arbeitsmarkt haben. Demgegenüber sind die sogenannten strukturschwachen Regionen quasi die Verlierer des demografischen Wandels und sie werden sich auch mit Zuwanderung nicht ohne steuernde, beeinflussende
Handlungen unter anderem des Landes, vor allen Dingen aber auch der Kommunen, in positive Richtung entwickeln können. Das heißt, selbst eine hohe Migrationsquote schützt uns nicht vor einer Entleerung vor allen Dingen der ländlichen Regionen mit allen daraus entstehenden Folgeproblemen. Wenn wir über demografischen Wandel reden, worüber reden wir dann eigentlich ganz genau? Es ist zum einen eine niedrige Geburtsquote, das ist zum anderen eine hohe Lebenserwartung und das sind die Auswirkungen der Zuwanderung. Die Geburtenrate, das wissen wir alle, sinkt seit den 60er Jahren. Das trifft zwar auch auf viele unserer Nachbarländer zu, ist allerdings bei uns in der Bundesrepublik besonders ausgeprägt. Die Zahl 1,4 Kinder pro Paar ist eigentlich inzwischen ein Allgemeinplatz. Mit diesem Wert liegen wir sehr viel niedriger als viele unserer Nachbarstaaten. Ganz erfreulich ist hingegen, wie sich die Lebenserwartung entwickelt. Während die Menschen in den 1930er Jahren rund 60 Jahre im Durchschnitt wurden, liegt dieser Wert heute bei rund 80 Jahren. Und dieser Trend wird sich fortsetzen. Für 2050 wird eine durchschnittliche Lebenserwartung von rund 85 Jahren prognostiziert. Gleichzeitig ist festzustellen, dass Niedersachsen altert. Nun ist ein langes Leben natürlich positiv, das ist keine Frage. Es ist den Errungenschaften einer modernen Gesellschaft wie einer guten, hochwertigen medizinischen Versorgung, einer ausreichenden, manchmal schon überausreichenden, qualitativ hochwertigen Ernährung, einer gesunden Lebensweise, einem guten Bildungsstandard und allgemein einem hohen Wohlstand zu verdanken. Allerdings verändert auch diese Entwicklung, so positiv wie sie im Einzelfall ist, die Altersstruktur der Gesellschaft. So wird im Jahre 2030 mindestens jeder dritte Niedersachse das gesetzliche Rentenalter erreicht haben. Und der Anteil der sogenannten Hochbetagten, also derjenigen, die 80 Jahre und älter sind, wird sich mehr als verdoppeln, von heute rund 5% auf dann 12% der Bevölkerung im Jahr 2060. Und auch hier stellen wir wiederum regionale Unterschiede fest. Im Westen des Landes, so könnte man überspitzt formulieren, lebt quasi die Jugend Niedersachsens mit einem Altersschnitt von rund 40 Jahren. Schauen Sie demgegenüber in den Harz, da werden Sie feststellen, dass die Bevölkerung dort rund 10 Lebensjahre älter ist, im Durchschnitt 48. Und diese Unterschiede, auch was das durchschnittliche Lebensalter in den Regionen angeht, werden sich nach allen Prognosen überproportional fortsetzen. Die Höhe der Zuwanderung als dritter Bereich hat natürlich Einfluss auf den Rückgang der Bevölkerung. Wer würde das leugnen? Zurzeit liegt die jährliche Nettozuwanderung in Deutschland insgesamt bei rund 100.000 Einwohnern. Ich werfe hier ausdrücklich ein, da ist die Flüchtlingsproblematik noch nicht berücksichtigt. Hierbei stellt die aktuelle Flüchtlingssituation eine ganz wesentliche, vor allen Dingen erst in der Zukunft für uns sich überhaupt richtig darstellende Herausforderungen dar. In Niedersachsen, um noch mal eine Zahl zu nennen, haben wir momentan im Schnitt ungefähr 1.000 Flüchtlinge täglich, die zu uns kommen, wobei da ganz erhebliche Schwankungen sind. Mal sind es 1.500, mal sind es auch nur 220, die pro Tag kommen. Was dabei dann ganz spannend ist, den Nebensatz gestatten Sie mir, wie viel dann im Lande bleiben und nach 3 Tagen noch hier sind, das wissen wir einfach nicht. Das ist ein weiteres Problem. Auch das macht es für Statistik schwierig, dieses Phänomen im Augenblick zu fassen. Aber wir müssen auch berücksichtigen, wenn wir die Bevölkerungszahl im Lande von heute stabil halten wollen, dann benötigten wir in Deutschland insgesamt eine Nettozuwanderung von rund 300.000. Und zum Ausgleich des Fachkräftemangels müssten es schon rund 450.000 Menschen sein, Nettozuwanderung. Und wenn wir die Verwerfungen durch die sich verändernde Altersstruktur berücksichtigen würden, dann müssten es sogar rund 3,5 Millionen sein. Das sind mal so die Dimensionen, in denen wir uns da bewegen. Das führt natürlich zu ganz erheblichen gesellschaftspolitischen Auswirkungen. Und zwar für unsere gesamte Gesellschaft, für unser Zusammenleben, für die Strukturen, in denen wir leben, in denen wir arbeiten. Hier kommen ganz vielfältige Herausforderungen auf uns zu. Die betreffen zum einen den Fachkräftebedarf, sie betreffen die sozialen Sicherungssysteme und deren Stabilität. Das geht von der Gesundheits- über die Pflegeversorgung auch hin in den Bereich
der Strukturen ländlicher Räume. Wir müssen uns vielfältige Fragen stellen. Wir stellen uns diese Fragen auch. Dazu gehört zum Beispiel, wie wollen wir künftig eigentlich langfristig eine vernünftige Mobilität im Land gewährleisten, wenn der öffentliche Personennahverkehr infolge rückläufiger Nutzerzahlen sich langfristig nur unrentabel darstellen lässt. Oder eine ganz andere wichtige Frage, wie wollen wir flächendeckend eine wohnortnahe Schulversorgung, Stichwort kurze Wege für kurze Beine, vorhalten, wenn die Schülerzahlen in einigen Regionen bis zu 40% zurückgehen. Und ganz allgemein gefragt, mit welchen Strukturen wollen wir künftig eigentlich eine gute öffentliche Daseinsvorsorge, vor allen Dingen im ländlichen Raum, gewährleisten? Das Stichwort Leerstand, baulicher Verfall, hatte ich bereits angesprochen. Hier gilt es, durch Umnutzung von Gebäuden und durch Stärkung der traditionellen Funktionen neue wirtschaftliche und kulturelle Anziehungspunkte für alle Generationen im ländlichen Raum zu schaffen. Wohnraum muss wieder an die Bedürfnisse und die Erfordernisse älterer und hochbetagter Menschen angepasst werden. Neue Wohn- und Lebensformen gilt es zu entwickeln, zu erproben, einzuführen, auszubauen und zu fördern, damit eben gerade auch hochbetagte Menschen möglichst lange eigenbestimmt in ihrem gewohnten Umfeld leben können. Beim Fachkräftemangel gibt es vielfältige Möglichkeiten, ihm entgegenzuwirken, zum Beispiel durch eine Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen. Das gelingt häufig, indem wir einfach familienfreundliche, frauenfreundliche, muss man ja immer noch betonen, ist ja doch noch eine Domäne der Frauen, Arbeitsumfelde schafft. Dazu gehört eine bessere Kinderbetreuung, dazu gehört eine verstärkte Nutzung der Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten oder ganz allgemein die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dazu gehört, Stichwort Flüchtlinge, Stichwort Zuwanderung, auch der Blick in diese Kreise, was Fachkräfte angeht. Einerseits mit Blick auf mitgebrachte Qualifikation, das wird in der aktuellen Flüchtlingsdiskussion im Augenblick ja immer wieder diskutiert. Vor allen Dingen, und das ist die Zukunftsaufgabe, die auf uns zukommt, die Qualifizierung der Personen, die zu uns wandern, die hier bleiben werden. Ich persönlich glaube nicht, dass in nennenswertem Umfang diejenigen, die jetzt zu uns gekommen sind, uns wieder verlassen werden. Es gilt, sie zu integrieren, zu qualifizieren. Das fängt mit guter Sprache an. Das ist eine ordentliche Schulausbildung, eine vernünftige Berufsausbildung. Und dann kann auch eine Integration in den Arbeitsmarkt gelingen. Das ist die sozialpolitische Seite. Das ist aber auch gleichzeitig die Seite, die die Wirtschaft, aber auch die öffentlichen Arbeitgeber interessiert, dass eben Fachkräfte für die Erfordernisse zur Verfügung stehen. Ein anderer Bereich, ich will es hier jetzt nicht in epischer Breite darstellen, Verringerung von Schulausbildungs- und Studienabbrechern, auch da lässt sich mit Sicherheit noch einiges machen. Und auch ein Thema, das nicht neu ist, die Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Man kann das auch ein bisschen verbremen, so hat man mir hier aufgeschrieben, Erwerbspartizipation von Älteren erhöhen, so kann man das auch nennen. Aber das ist natürlich ein Weg, die Lebensarbeitszeit wird sich verlängern, da geht kein Weg dran vorbei. Es gibt ja auch schon einige gesetzliche Regelungen, die in diese Richtung zeigen. Die Beispiele mögen genügen. Es sind vielfältige Aufgaben und Herausforderungen, die Politik, das muss man sagen, nicht alleine leisten kann. Ganz im Gegenteil, wir brauchen dazu vielfältige Partner aus allen Bereichen der Gesellschaft. Die niedersächsische Landesregierung stellt sich diesen Herausforderungen in allen Politikbereichen. Und sie tut das ressortübergreifend. Das ist einfach auch der Breite dieses Aufgabenfeldes geschuldet. Sie hat dabei ganz bewusst einen dialogorientierten und partizipativen Ansatz gewählt. Auch hier will ich mich auf zwei Bereiche beschränken. Ich möchte Ihnen ganz kurz das Zukunftsforum Niedersachsen und die Fachkräfteinitiative Niedersachsen vorstellen. Das Zukunftsforum ist ein Beirat, der vor fast zwei Jahren, im Februar 2014 von Ministerpräsident Stefan Weil berufen wurde und der die Aufgabe hat, die Landesregierung in allen demografierelevanten Fragestellungen zu beraten. Insgesamt wirken dort 35 Expertinnen und Experten mit.
die aus unterschiedlichsten Bereichen kommen, aus den Kreisen der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Verbände, der kommunalen Spitzenverbände, der Kirchen, Religionsgruppen anderer Art und aus sonstigen gesellschaftlichen Gruppierungen. Dieser Beirat hat im Juni 2015 seinen ersten Arbeitsbericht vorgelegt, der sich mit den beiden Themen Mobilität und Bildung, jeweils bezogen auf den demografischen Wandel, beschäftigt hat. Dieser Bericht, ein umfängliches Druckwerk, steht im Internet zur Verfügung. Ich habe darauf verzichtet, um meine körperliche Leistungsfähigkeit nicht zu überzustrapazieren, einen mitzubringen und hier hochzuhalten. Jeder von Ihnen kann im Internet nachschauen, laden sich den runter, schauen sich den an. Da stehen viele gute Ideen drin. Die Landesregierung ist im Augenblick damit befasst, zu prüfen, welche dieser zahlreichen Empfehlungen aus diesem ersten Bericht, wie gesagt, Themen Mobilität und Bildung im demografischen Wandel, umgesetzt werden können. Dieser Beirat wird sich jetzt anschließend im sogenannten zweiten Themenzyklus mit der Stabilisierung ländlicher Räume im Flächenland Niedersachsen beschäftigen. Vorrangiges Ziel soll dabei sein, geeignete Konzepte und vor allen Dingen gute Projektbeispiele für die Stärkung von Dörfern und Städten zu entwickeln und für die Umsetzung zu empfehlen. Das ist insofern auch ganz interessant, dass man ja nicht jedes Mal überall das Rad neu erfinden muss, sondern dass man einfach mal durch die Lande schauen muss, was es wo im Ländle schon gibt. Und das kann man für sich dann bewerten. Und dabei kann natürlich durchaus erleichternd wirken, wenn so etwas ein bisschen aufbereitet präsentiert wird. Und genau das ist das Ziel dieser Aktivität. Die Landesregierung unterstützt, auch das ist noch ganz interessant zu erfahren, die Umsetzung dieser Vorschläge, so sich die Landesregierung denn für die Umsetzung einzelner Vorschläge entscheidet, mit jährlich 400.000 Euro aus dem Haushalt. Damit wird man natürlich, das liegt auf der Hand, kein flächendeckendes Programm fahren können, aber man kann Anstöße geben. Die Fachkräfteinitiative wurde im Juli 2014 gemeinsam mit den Sozialpartnern, den Kammern und anderen Verbündeten gestartet. Insgesamt arbeiten dort 22 Partner zusammen. Und es geht im Schwerpunkt darum, die Arbeitsintegration unterschiedlichster gesellschaftlicher Gruppen zu verbessern. Ein Schwerpunkt ist im Augenblick die Frage, wie wir das im Bereich der Asylbewerberinnen und Asylbewerber leisten können. Die einzelnen Maßnahmen und Ergebnisse dieser Initiative sind ebenfalls in einem Bericht detailliert dargestellt. Hier sieht die finanzielle Beteiligung des Landes ganz anders aus. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen stehen aus den ISF-Mitteln insgesamt 200 Millionen Euro in verschiedenen Förderprogrammen zur Verfügung. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ganz kurz noch zur niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, die ja nun auch ein klein wenig den Gegenstand des heutigen Themas, Stichwort Geodaten, bildet. Die VKV, wie wir sie abkürzen, liefert einen Rohstoff, der ganz wichtig ist für unsere heutige Thematik, nämlich Geodaten. Die VKV stellt diese Geobasisdaten unter dem Siegel der Amtlichkeit aktuell, zuverlässig und landesweit einheitlich bereit. Und zwar für ganz viele und ganz unterschiedliche Bereiche. Also da sind Eigentumssicherung, innere Sicherheit, Raumordnung, städtebauliche Planung, Statistik, Sicherheit, Kriminalitätsbekämpfung und viele ähnliche Bereiche. Und weil die aktuelle Flüchtlingssituation eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe mit ganz hoher Relevanz ist, leistet die VKV auch dazu ihren kleinen, aber nicht unbedeutenden Beitrag. Sie ist im Augenblick damit beschäftigt, Karten mit flüchtlingsrelevanten Informationen zu erstellen, und zwar auf Initiative der Kommunen und der örtlichen Hilfsorganisationen und Verbände. Diese Daten werden dann mit Angaben über das Rathaus, die Schule, die Kindertagesstätte, den Arzt, die Tafel und ähnliche Informationen bestückt und zur Verfügung gestellt. Ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Angelegenheit. Ähnlich engagiert sich die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland. Dort wird derzeit ein Kartendienst erstellt, der als Grundlage für solche Dinge dienen kann und einen Routing-Dienst und einen Geokodierungsdienst beinhaltet und in GIS-Systeme eingebunden werden kann oder durch die VKV auch bereitgestellt werden kann. Dann gibt es noch ein sogenanntes Baulücken- und Leerstandskataster. Das ist ein Werkzeug, mit dem auch wiederum die Auswirkungen des demografischen Wandels in Bezug auf das Alter der Einwohner, Baulücken, Leerstände und so weiter entgegengewirkt werden kann. Dazu will ich hier nichts weiter sagen. Möglicherweise geht Herr Professor Ehlers da noch drauf ein. Meine Damen und Herren, früher war die Zukunft auch nicht besser.
Oder anders ausgedrückt, die Auswirkungen und Herausforderungen des demografischen Wandels sind vielfältig und anspruchsvoll. Es ist unser aller Aufgabe, heute die richtigen Weichen für ein auch künftig lebenswertes Niedersachsen in der Zukunft zu stellen. Dazu bedarf es eines breiten gesellschaftlichen Konsens und, das ist mir ganz wichtig, eines fachübergreifenden Dialogs. Als Grundlage für alle Prognosen und alle sachgerechten Veränderungsprozesse benötigen wir jedoch eins, nämlich aussagekräftige Daten. Dem dient auch die heutige Veranstaltung mit seinem besonderen Fokus auf Geodaten. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam Lösungen finden werden und dass wir die heute hier im Ansatz diskutieren werden, mit denen wir Deutschland und auch Niedersachsen den demografischen Wandel ordentlich gestalten können. Verhindern werden wir die geschilderten Entwicklungen nicht. Wir können sie gestalten, wir müssen sie gestalten. Ich wünsche Ihnen allen und auch mir dabei viel Erfolg und danke für Ihre Aufmerksamkeit.